Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die in Staffel 4. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tag 27, 5.32 Uhr. Unser Truck steht draußen, ich habe ein bisschen aufgeräumt, aber ich stehe hier in einem verschlossenen Turm. Aus dem Grund, wir wollten ja mal gucken. In der letzten Folge hatten wir ja die 9. Händler-Quest gemacht und hatten da ein Gebäude, was so aussah, als wäre das Gebäude auch bei uns hier bei unserer Base. Und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Und ich weiß es natürlich schon. Es ist tatsächlich dasselbe Gebäude. Mit dem geheimen Labor im Bunker, was wir in der letzten Folge hatten. Und ich will mal gucken. Das hatte ich ja gesagt, wenn das Gebäude hier ist, buddeln wir uns zum Hauptclub durch. Guck mal hier. Jetzt müssen wir bloß die Luke finden. Ja, willst du mir schon verraten? Hier nicht, also muss es in diese Richtung irgendwo sein. Da ist die Luke. Da ist die Luke. Guckt es euch an. Wie geil ist das denn? Dann holen wir uns jetzt hier noch den Hauptclub. Wie gesagt, das Gebäude hat man als 9. Händler-Quest Stufe 3 gestern in der Folge. So, warte mal, konnten man nicht. Das sieht ein bisschen doof jetzt hier aus. RD. Da brauchen wir ja bloß. Machen wir so. Wenn was übrig bleibt, ist das ja auch nicht so schlimm. So. Braucht sogar seine Zeit, ne? Damit ich das nämlich wieder zumachen. So. Und so. Und dann kommt man hier wunderbar rein und wieder raus. Muss man natürlich bloß aufpassen. Nee, wartet. Ein Motorboden haben wir. Ich würde hier mal sowas wie eine Markierung setzen wollen. Nicht, dass wir hier mit dem Auto oder wenn wir mit dem Motorrad unterwegs sind, beziehungsweise noch haben wir kein Motorrad, aber mit dem Minibike. Nicht, dass wir hier, hier sind wir schon so oft drüber gebrettert. Nicht, dass wir hier ins Loch fallen. Da setze ich mir lieber hier so eine Markierung hin. So. Dann würde ich sagen, Tag 27. Am nächsten Tag ist Händler-Reset, ne? Wir geben heute auf jeden Fall die 9. Händler-Quest ab. Wir gucken nochmal. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Mist erzähle. Eins. Ist abgeschlossen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9. Und dann müssten wir die 10. Händler-Quest kriegen. Dann würde ich aber sagen, die holen wir uns auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir machen dann hier noch echte Kerle und Quarterback. Wir trauen uns an die Quarterbacks. Diesmal haben wir einen Truck dabei. Da dürfte nichts so schnell schief gehen. Und dann kümmern wir uns um die Aufwertung. Wir haben ja gesagt, Tag 27 und Tag 28 nutzen wir für unsere Base. Wir wollen ja die Erweiterung mit in anschließen. Dass die zur nächsten Blutmondnacht natürlich dann auch bereit ist. So, mal ganz kurz gucken. Natürlich nicht. Doch. Doch, es klappt. Ne, ich will hier auf. Genau, da will ich drauf hauen. Die schon mal raus sind. Oh ne, sind doch mehr. Ich dachte, das wären nur zwei gewesen. Ja, das brennt. Mach's gut, hab ich gesagt. Ich kann keine Ausdauer mehr. I'm so sorry, Leute. Ich kann nichts dafür. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. So, Hauptblut. Sehr schön, freut mich. Ohne große Umschweife direkt zum Hauptblut. Na, das lohnt doch. Wäre ja schade, wenn wir das nicht so mitnehmen. Wir müssen jetzt einmal wissen. Viele von euch habt auch geschrieben, kannten sogar dieses Gebäude noch gar nicht. Aus dem Grund machen wir hier den Hauptclub gleich doppelt. Das lohnt sich dann wenigstens. So, war ein sehr schwerer Kampf bis hierhin. So, komm, wir gucken gleich mal in die Working Stiff Toolkiste rein. Schaufel 5. Aber ist das... Wir haben ja eine Stahlschaufel und das ist eine Eisenschaufel, ne? Und damit hat die Blockschaden 64 und die hat Blockschaden 108. Also die ist immer noch nicht besser. Und wir haben ja schon... Oh, Entschuldigung.
Falsches Werkzeug. Und wir haben ja schon eine Eisenschaufel Stufe 6. Und selbst die ist schlechter als unsere Stahlschaufel Stufe 4. Daher bleiben wir bei der 4. Nicht, dass sich manche wünschen, hey, du hast doch Stufe 6 und Stufe 5 gefunden. Warum nutzt du sie nicht? Das sind Eisenschaufeln. Die nützen uns nicht viel. Oh, doppelläufiges Rutschen in Stufe 6. Sehr schön. Wird es trotzdem nicht nutzen. Aber aufheben. Oh, hier noch. Wirkstoff durchgesetzt. So, guck mal rein. So dick ist der Loot auch noch nicht, ne? So, der Händler hat mittlerweile auf, das ist gut. Munition ist immer gut, nehmen wir mit. Chemiestation. Ah, das Buch hatten wir schon, also was für den Händler. Verbände, Verbände. So, hier rein. Oh, keine Spritzen heute. Wir haben ja gestern in der Folge so viele Spritzen. 5 Stück, glaube ich, auf dem Haufen rausgeholt, ja. Das war schon, oh ja. Ein Döschen. Kommt das gleich ab. Wir machen jetzt hier den Hauptgut quasi. Dann räumen wir noch schnell auf und dann geht's zum Händler. Und natürlich dann noch, wie gesagt, die 2 Missionen machen. Und dann wird es in der nächsten Folge so sein, dass wir uns wirklich dann auf unsere Blutmondfalle uns konzentrieren. Dass wirklich Tag 28, 22 Uhr da alles steht. Nicht, dass uns die Zeit davon rennt. Deswegen wir jetzt noch eine Händlerquest machen. Die würde ich dann lieber nach dem nächsten Blutmond machen. Oder wenn wir noch Zeit haben, wenn wir alles fertig haben und genug Zeit haben bis zum nächsten Blutmond, dann da noch mit reinschieben. So. Oh, das ist okay. Chemikalien ist immer gut. So, das haben wir noch nicht. Da haben wir wieder eine Spritze. Davon haben wir jetzt echt, glaube ich, ganz schön viele. Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. So, den Müllsack hier. Das nehmen wir mal wegen Eisen. Scheint überhaupt keine Zombies hier anzuziehen, der Lärm. Hat mich verwundert. Und das Verwunderliche, was auch für mich ist, trink erstmal ein Käppchen, damit du ein bisschen Energie kriegst. Diese kleinen Monitore brauchen 2 Schläge. Diese großen Monitore. Ein. Ja, wir kriegen wenigstens XP. Und ein bisschen Eisen bei den kleinen Monitoren. Ja, wir lösen hier komplett einmal dieses geheime Labor auf. Das ist doch schon das zweite hier, ne? Ich jetzt nicht, Leute. Könnt ihr nie bei unserer Base und geheimen Labor hinbauen? Seid ihr denn der Bedeppert? So, dann müssen wir es eigentlich schon haben, ne? Wie gesagt, machen hier bloß ein Blut. Vielleicht machen wir irgendwann noch den Rest. Aber ansonsten, wo ist eigentlich. Hier. Ich wollte schon sagen, wo ist denn unser Junk Turret? So. Das haben wir alles. Schade, dass man die Tresore, Tresortüren können wir ja nicht so einfach öffnen. Die muss echt aufschlagen. Gut. Dann let's go. Ab nach Hause, dass das so Glück nicht weit weg ist. Ein bisschen ganz schnell aufräumen, ab zum Händler und dann noch die 2 Nebenquests mitmachen. Und ich habe überlegt, weil wir jetzt 2 Tore haben, diese Tür und die hintere Tür wegzumachen. Der Nachteil ist, wenn du hier hinten die Tür wegmachst, Entschuldigung, kommst du hier nicht mehr so schnell auf die Seite raus. Du musst erstmal hier raus und hinten rumrennen. Ist vielleicht auch blöd. Der frische Malz. Er lässt nicht los. So, wir hatten auf jeden Fall Verbände aufgenommen. Einmal diese. Okay, die können wir ja so lassen. Da sagen wir gar nichts dagegen. So, wir hatten auf jeden Fall Schmerzmittel. Hatten wir die Pillen hier. Schienen. Kann ich das hier so machen? Ja, so kann man das ja auch machen. Antibiotika weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir mal. Ja, Honig. Ach so, das, na ja, den Honig, den musst du mir wiedergeben. Einen will ich immer mithaben.
falls mal irgendwas ist. Creme hatten wir auf jeden Fall keine. Ich gucke das mal ganz kurz durch. Aber Doping haben wir. Nee, Doping. So. Boah, ja, komm, wir haben genug Platz. Gut, dann geht's weiter. Ne, die können wir so legen. Die heb ich auf. Das Buch, wo ist denn das Buch? Wo ist Geld haben wir hier? Nein, nicht Munition. Bist du denn bedeppert? Mann, ey, das können wir haben und das Buch. So. Legt er hier die Munition zum Verkauf hin, ey. Ich glaube, es hockt. So. Pass auf. Wir haben auf jeden Fall Baustoffe. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Dann ist das mal hier. Baustoffe. Zack. Ich gucke in das Schießpulver. Zack. Das haben wir. Das haben wir. Wo war damit? Teile haben wir. Schockstabteile, okay, das ist im Verkauf, aber die können hier rüber. Dego. Zack, hier haben wir noch Teile. Ne, das sind Mods, ich möchte Teile. So. Grüne Farbe, wie sieht es da aus? Müssen wir bei Deko gucken. Voll, kannst du es quappen. Zack. Rohstoff ist es nicht. Wenn, das ist Baustoff. Da hauen wir den hier mit rein. So, Munition. Hau rüber. Werkzeug haben wir schon, Schaufel, Stufe 6, da kann man die reparieren und kann man die verkaufen. Waffen, ja, guck hier an. Zack. Da würde ich die squappen und die squappen. Die kommen dann schön hier in Teile rein. Deswegen niemals verkaufen. So. Das ist der Verband, haben wir doch noch. Meine Güte. Dann sortieren wir das kurz ein. Zack. Müssen wir wieder anschmeißen. Ich sehe es schon. Kann ich das hier so draufhauen? Ne, das war Kunden. Das war Kunden. Alles gut. Dim, 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 dim. Zack. Das auch. Das kannst du trinken. Blei. So. Wasser sammeln. Musst du kurz überlegen, was es war. Das kommt auch noch unten hin. Das kommt alles unten hin. Dann sieht das ja schon mal gut aus. Bams. Verband. Du kommst hier rüber. Halt. Doping. Hier. Blutpack. So. So. Machen wir bei der nächsten Händlerrunde alles mitverkaufen, ne? Größten Teil will die ja gar nicht haben. So. Dann lassen wir ihn jetzt noch schnell was essen. So. Ja, dann ist das alles. Kannst du rüberschieben. Munition, okay. Die können wir noch hochschaffen. Dann hört es schon wieder auf mit dem Essen. Das hört schon wieder auf mit dem Essen. Wir müssen zusehen, dass wir echt langsam mal Heilung. Die Dresche, Werkzeug, Sprit. Ach ja, weil ich es gerade sehe. Habe ich vorbereitet. Wir wollten ja noch Munition craften. Dann brauche ich nämlich einmal. Ne, habe ich schon. Sehr schön. Dann läuft das noch besser. So, das ist. Jetzt können wir aber richtig loslegen. So, pass auf, Junk dort wechseln. Und da ist der, machen wir jetzt eine Pumpgun. Sehr schön. Gut, let's go. Dann einmal auf zum Händler. 9. Der Händler soll Stufe 3 abgeben. Und. Dann haben wir schon mal die 10. Das
wie gesagt, das müsste die Einleitung sein zur Stufe 4 Händler-Quest, wo wir zum nächsten Händler müssen. Also eine kleine Spezialaufgabe. Ich bin hängen geblieben. Jetzt habe ich den Einkaufswagen geschrottet. Oh, war ja. Genau, und dann machen wir noch die zwei Nebenquests, würde ich sagen. Das sollte man schaffen. Wie gesagt, die Zehntler-Händler-Quest, diese Spezialaufgabe für Stufe 4, Freischaltung. Entweder, wenn wir es schaffen, zeitlich noch vor dem nächsten Blutmond, vor dem vierten Blutmond, beziehungsweise dann direkt danach im Anschluss quasi. Weil wir holen sie uns ja jetzt eh schon. Ja, schön, dass das so gerade hier übelst ruckelt und fährst wieder gegen die Schule. Ob wir schon gegen die Schule gefahren sind, ey. Und der zieht nach rechts, das ist auch nicht normal. So. Open. Auf zu Jen. Mal gucken, was wir für eine Belohnung bekommen. Hallöchen, Jenchen. Eisenscheibe, ich will mich verarschen. Eisener Armbrust, was gibt's denn dafür? 712. Bauplan. Oh, 1000 Euro. Die würde ich auf jeden Fall sehr gerne nehmen. So, auswählen. Und dann hier Stufe 4, weil 1000 können wir verkaufen. Abschließen. Und wir bekommen noch eine Belohnung. Stufe 3 abgeschlossen. Das sage ich nicht, nein. Schrotflinten Drosselmatt, das haben wir noch nicht gehabt, ne? Aha, Stahlvorschlag haben wir. Schmerzmittel haben wir jetzt echt genug. 763. Dann nehmen wir die zum Lernen. Und dann nehme ich den Stahlvorschlaghammer Stufe 4 und verkaufe den auch. Wir spielen eh nicht damit, ne? Irgendwelche besondere Aufträge. Jetzt haben wir es freigeschaltet. Sehr schön. Stufe 4. Händlerrouten öffnen. 1,6 Kilometer nordöstlich. Nehmen wir natürlich sehr gerne an. Trader Bob. Wir müssen zu Bob. Wir gucken gleich mal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Nordosten wäre in diese Richtung. Ja, den haben wir schon freigeschaltet. Durch Zufall. Das ist der, den wir durch Zufall freigeschaltet haben. Aber den kennen wir jetzt auch schon mittlerweile. Aber das ist nicht so schlimm. Pass auf, Jen. Du, ich hätte noch was. Händler wird erstmal 28. Habe ich irgendwas verpasst? Pass auf, ich würde hier das Ganze da haben. Und das Ganze da haben. Was kostet denn der Kleber? Wir haben nämlich gar keinen Kleber mehr. Ja, komm, dann kaufe ich das noch raus. Dann kaufe ich dir das noch raus. Ist doch kein Ding. Mache ich gerne. Munition hat man aber so weit rausgekauft, ne? Müssen an den XP-Trunk denken, ne? Ja, das ist alles von uns. Und gucken wir uns hinten nochmal. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nee. Alles klar. Thanks for letting me take care of you. So, das lernen wir noch. Tell your friends. So, ja, ich sag deinen, meinen Freunden Bescheid, dass sie hier vorbeikommen sollen. Wir haben ja so viele hier. Survival Mode. So, pass auf. Begib dich zum Händler, wie gesagt, das machen wir später. Wir gehen einmal hier hin. Machen erstmal. Ach komm, wir machen Quarterbacks zuerst. Ja, let's go. 600 in diese Richtung. So, boah, wir sind ja schon da. Okay. Wir halten direkt neben dem Symbol, dass wir hier gar nicht großartig weit laufen müssen. So, pass auf. Nachgeladen ist 75 Schuss. Ich weiß, wie gesagt, nicht, aus welcher Richtung sie kommen. So, jetzt probieren wir das mal ganz kurz aus. Ja, es ist aktiv. Sehr schön. Dann heißt das, wir nehmen die. Wir laden das mal nach. Wir nehmen nicht die Shotty. Die sind ja gepanzert. Sollten schon unsere AK-47 nehmen. Wir rennen ins Auto. Da hinten kommt sie. Von der Seite kommt sie auch schon. Das Problem ist halt, wir dürfen uns nicht. Und der Stein war natürlich nicht geplant. So, ein bisschen langsamer. Ist das Junktor da was zu tun hat? Ja, oh, noch Stein im Weg, aber ist egal. Ja, wir können uns hier mal schön im Kreis bewegen. Das Junktor was zu tun hat. Ja, läuft doch. Der Plan geht auf. Nur nicht aussteigen. Oh, was ist jetzt los, Junktor? Sind wir zu schnell? Müssen wahrscheinlich mal ein bisschen anhalten hier. Nicht mein Auto schrotten hier.
Guck mal, drei Zombies halten das Auto auf, ne? Komm schon, Tod, gib dein Bestes. Überfahren klappt ja nicht, ne? Och, jetzt mischt ja auch noch Chuck Norris mit, natürlich. Ich dachte aber, das wäre irgendwie effektiver, unser Junk Dorit. Es sind immer noch so viele. Okay. Also es funktioniert schon mal, ne? Aber der trifft ja kaum. Das hat, glaube ich, leer geschossen. Ja, super. 75 Schuss leer geschossen. Und alle 5 Zombies leben immer noch. Wir holen dich später, mein Freund. Wir müssen aussteigen. Wir müssen aussteigen. Das bleibt gar nichts anderes. Ach ne, ist ja gar kein. Das sind Quarterbacks. Rede mit Händler. Sehr schön. Ach, Chuck Norris, dass du immer mitmischen willst, das ich verstehe es nicht. Aber wir haben es geschafft. Wir sind nicht einmal gestorben, ne? Sehr schön. Die schlimmste Mission von allen haben wir geschafft. Diesmal beim zweiten Anlauf. Beim ersten Mal sind wir leider verschoben. Aber. Entweder war es nicht effektiv, weil wir unterwegs waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mit so gut gepanzert kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die waren. Einmal komplett leer geschossen. Sag mal, Junge, was machst du? Pass auf. Echte Kerle. Töte ein paar männliche Zombies. Naja, das ist ja. 933 Mörder. In diese Richtung. Gut, dass wir hierher gefahren sind. Ach, diese Steine. Los geht's. Da können wir dann vielleicht noch die Belohnung einsacken. Das sind ja bloß Erfahrungspunkte und ein bisschen. Barsche Dorf. So. Die letzten paar Meter laufe ich. Die letzten paar Meter laufe ich. So. Ach, nicht lange. So macht man das, Junk Dorit. Hast du gesehen? So. Gut. Let's go. Töte ein paar. Alter, willst du mich verarschen? Okay. Sagen wir Aufsauer haben immer einen Knüppel. Alter, Alter. Also alle männlichen Zombies sind damit gemeint, gut zu wissen. Bleib ruhig, ich muss nachladen. Juri. So, Mission ist geschafft. Rede mit Händler. Gut, das war's. Holla, die Waldfee. Ah, ein bisschen Muni, sehr schön. Sollten vielleicht demnächst auch auf panzerbrechende Shotgun-Muni umsteigen, oder? Verband, ja, den können wir uns gleich mal gönnen. Oder wir gönnen uns den hier. Okay, da ist irgendwas in die Luft gegangen. Ich mich verarschen. Ja, das war aber. Uiuiuiui, Remi Demi, du. Hallöchen, Popöchen. Na, da war. Gut, das war's. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, wir bauen mal kurz das Auto hier auseinander. Ich will gar nicht so viel Zeit hier investieren, weil wir brauchen echt die Zeit für unsere Base. So, let's go. Komm, hier stehen so viele Autos rum, das wäre alles schick und schön, aber wo ist denn unser Händler? Zurück zum Händler? Rede mit Händler. Oh Gott, ja, come on. Let's do it. Ja, der trifft auch noch, natürlich. Na klar, ist offen. Ich sag gar nichts. Wir fahren Richtung Base. Wo ist denn unser Base? Die Base ist da. Ja, kannst du jetzt mal verknüppeln? Oh, ja, gebrochen. Ist klar. Alter, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich, ey. Knochenbruch. Ey, der hat mehr Schaden angerichtet als...
Nimm das gegen die Infektion, komm. Den Rest machen wir dann. Ich hasse dieses Gebiet, habe ich das schon erwähnt. Oh, auf zu Jen. So. Hallöchen. Wow, I didn't think you had it. So, 500 EP, Gegenstände, 420 Jetons bekommen wir, 70 Bonus. Sehr schön. Oh, 420. Erledigt. Stehen hier schon Stufe 4? Nee, weil wir es ja noch nicht fertig gemacht haben. Gut, das war's schon. Und Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Tag 28. Da gucken wir natürlich trotzdem rein. Neues Händlerangebot. Gut, dann würde ich sagen, ich stüße zurück zur Base, switch rüber in die nächste Folge. Und wie gesagt, dann gehen wir erstmal den, ja, Fallenanbau an. Damit Tag 28 wirklich alles steht. Das war erstmal eine neue Folge von 7 Days Today in Staffel 4 in der Alpha 19.5. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr es gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Macht's gut.